schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Femke und ich würde euch gerne das INI-Berufskolleg vorstellen. Kommt doch einfach mal mit. Wir sind hier vor dem Büro des Schulleiters. Mal sehen, ob er uns ein paar Besonderheiten über die Schule erzählen kann. Die INI ist ein sehr vielfältiger Bildungsträger hier im Kreis Soest. Das Konzept orientiert sich an der Persönlichkeit des einzelnen Menschen. Das Besondere an der INI, wir geben keinen Menschen verloren. Wenn ihr kreativ seid, seid ihr bei den Gestaltern genau richtig aufgehoben. Egal, ob ihr Fach- oder Vollabitur machen wollt. Wir sind hier bei einer der Gestalterklassen. Wir fragen doch mal Felix, warum er sich für dieses Abitur entschieden hat. Ja, ich habe mich für dieses Abitur entschieden, weil ich gerne zeichne und ich lernen möchte, meine Kreativität wirkungsvoll einzusetzen. Eine Option wäre für mich ein Studium im Bereich Design und Projektmanagement oder eine Ausbildung im technischen Produktdesign. Wir sind jetzt vor der Klasse der Heilerziehungspflege. Lass uns doch mal gucken, was wir heute so machen. Ich bin hier mit David und er möchte uns jetzt erklären, warum er das hier macht. Ich mach die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Dies ist eine Berufsrichtung, die sich mit Menschen mit Behinderung beschäftigt. Zeichnet sich aber dadurch aus, dass man halt auch in anderen Bereichen arbeiten kann, wie in Behindertenwerkstätten, in Kindergärten, Förderschulen, Seniorenheime. Also es ist eine sehr vielfältige Ausbildung. Ja. Das Kürzel EWK steht für unsere eine Weltklasse. Die arbeiten gerade mit Ton. Hier dreht sich alles um den Haushalt. Ernährung, Nähen, Bügeln. Bei den Hauswirtschaftlern gibt es noch viel mehr zu entdecken. Hallo, ich bin der Kevin. Ich habe diesen Bildungsgang gewählt, weil ich mich sehr fürs Kochen interessiere. Guten Appetit. Ja, gleich. Interessiert ihr euch für Natur- und Umweltschutz? Dann schaut doch mal bei den umweltschutztechnischen Assistenten vorbei. Das ist unser Lego-Zug, den wir im Rahmen von der Fuel Cell Box bekommen haben. Wir haben ihn umgebaut, sodass wir ihn mit Wasserstoff betreiben können und er so mit dem hergestellten Strom fahren kann. Auch Sport ist bei uns hier ein wichtiges Thema. Deshalb bereiten sich die Schüler hier gerade auf ihr Sportabitur vor. Ich bin Till und ich mache das Sportabi hier an der Schule, weil Sport der beste Ausgleich für mich im Leben ist und ich später auch vielleicht mal Sport auf Lehramt studieren möchte. Wir sind hier in Warstein am Gutshof, einer Zweigstelle der INI. Ich bin hier mit Frau Renate Schiller. Können Sie uns etwas über die Bildungsgänge hier erzählen? Seit dem Sommer des vergangenen Jahres haben wir hier in diesem Gästehaus des Gutshofes unsere Fachschule für Sozialpädagogik installiert, wo wir angehende Erzieherinnen unterrichten, naturnah hier auf dem ökologischen Gutshof. Vielleicht sollten wir einen kleinen Blick in die Räume wagen, die Schüler anschauen, gucken, was die gerade machen. Die sind nämlich gerade in einem kleinen musikalischen Projekt. Das waren ein paar Bildungsgänge des INI-Berufskollegs Lippstadt. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, kommt doch einfach vorbei.